Avocado sieht echt nicht schön aus, lol. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Heute nehme ich euch mit bei einem Arbeitsalltag in meinem Leben. Ich habe ja jetzt gerade Abitur geschrieben und bin quasi durch. Vielleicht kennen das einige, vielleicht kommt es auch einige zu. Diesen ganzen Sommer habe ich jetzt quasi frei, weil ich ja mein Studium dann erst später im Herbst starte und die Prüfungen vorbei sind. Also gerade bin ich weder Schüler noch Student so wirklich. Und habe Zeit und deswegen fokussiere ich mich vor allem auf meine Arbeit, also Social Media, und dachte mir, ich kann euch trotzdem mal mitnehmen, um euch zu motivieren, um euch vielleicht anzuregen, produktiver zu sein, damit ihr das Video so nebenbei gucken könnt oder davor gucken könnt, bevor ihr Aufgaben erledigen müsst oder wollt, dass euch noch so einen Motivationsschub gibt. Das mache ich hier ganz oft auf meinem Kanal, deswegen abonniert gerne und guckt euch die weiteren Vlogs an. Das hier ist heute meine To-Do-Liste, da ist ziemlich viel drauf. Ich weiß nicht, ob ich das so zeigen kann oder ob ich das ein bisschen blurren muss, weil das sind noch ein paar Sachen drauf, die ich nicht so ganz erzählen darf öffentlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade erstmal fertig gemacht. Das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber heute ist so ein Tag, wo ich ganz, ganz viel filme und ganz, ganz viel machen möchte. Deswegen dachte ich mir, kann man sich doch mal ein bisschen Mühe geben und sich ein bisschen zurecht machen. Fangen wir jetzt erstmal an mit ein paar TikToks, die ich drehen möchte. Ich hatte nämlich noch gar kein TikTok zu meinen Abi-Ergebnissen gemacht und ich hatte davor meine Noten so ein bisschen predicted, also was es wird. Und ich mache jetzt ein kleines Vergleichsvideo und möchte auf TikTok zeigen, was ich dachte, was es wird und was letztendlich dann geworden ist. By the way, habe ich heute dieses Kleid hier an und es ist hier auch ein bisschen hier dreckig. Ich überlege, ob ich es nachher noch, wenn ich die richtigen Videos drehe, mich umziehe. Aber man guckt, eigentlich finde ich das so nice, weil das halt so ein Kleid ist, ist so entspannt anzuziehen. Es ist nicht zu eng, es ist nett, es ist warm draußen, deswegen ist es ganz gut. Ich habe dieses Jahr Abitur geschrieben und das waren meine Noten-Predictions. TikToks sind zum Glück immer nicht so aufwendig. Hier hat nämlich jemand gefragt, ob ich in der Einführungsphase auch schon einen Einserschnitt hatte. Und ich werde darauf jetzt mit einem Video reagieren, nochmal so ein bisschen erklären, warum sich die Noten in der Oberstufe sehr wahrscheinlich verbessern werden. So, eine Sache kann ich jetzt schon mal abhaken. Und jetzt arrangiere ich hier mal das Setting um, damit ich gleich das YouTube-Video filmen kann. Ich lege mir immer hier einfach dieses Ding hin. Ein Video zum Medien- und Handykonsum war das nämlich. Ich habe dort meine exklusiven besten Tipps geteilt, wie ich es geschafft habe, meinen Handykonsum ein bisschen unter Kontrolle zu haben und Tricks, wie man sich selbst auch ein bisschen austricksen kann, um eben seine Bildschirmzeit zu reduzieren. Guckt es euch gerne mal an, in der Infobox ist es verlinkt. Und wir können eine weitere Sache auf der To-Do-Liste abhaken. Ich muss jetzt direkt anfangen, mein Video zu schneiden, damit es noch heute online kommen kann. Das wäre super. Tipps wie legt und ein. Ich suche jetzt gerade noch Musik raus, die ich copyright-mäßig auch in meinen Videos benutzen darf. Und die Pflanze ist einfach schon tot fast. Wo muss mein. Oh mein Gott, was habe ich hier? Finally, das Video ist komplett fertig geschnitten. Ich kann es jetzt exportieren und gleich hochladen. Natürlich muss ich ja noch Thumbnail, Beschreibung, Tags, planungsmäßig ein bisschen was machen. Aber das Größte ist fertig. Hallo, hallo, au, stopp, stopp. Meine Schwester, meine Mutter und ich spielen jetzt dieses Spiel hier. Flutscht. Ich habe das auch schon letztens mit meinem Onkel und mit meinem Freund gespielt. Natürlich habe ich da alle abgezogen gewonnen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Es ist ein bisschen wie Schottland Floß. Man muss bei dem Spiel nämlich bestimmte Wörter zu Kategorien sagen. Also man kriegt dann vorher den Buchstaben, dann muss man das Wort so schnell wie möglich sagen. Tatsächlich habe ich gewonnen, aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich extrem schnell lesen kann. Als nächsten Punkt auf der Liste haben wir jetzt ein paar finanzielle Sachen. Ich muss mit einem Kunden nochmal reden. Also ein Kunde sind immer die Leute, die zum Beispiel Werbung bei mir auf dem Kanal kaufen, also mit denen ich Kooperation mache. Das heißt, wenn ihr die Videos seht, wo zum Beispiel oben immer Werbung steht, sind das meine Kooperationspartner. Und ich muss jetzt einem noch eine E-Mail beantworten, die ich gestern bekommen habe, und auch noch eine Rechnung aufstellen für die beendete Kooperation. Das sind auch meine beiden Priority-Tasks für heute, weil ich das schon gestern bekommen habe, aber gestern noch nicht gemacht habe, die E-Mail. Ich muss dafür nochmal im Vertrag nachgucken, den ich hier in meinem Ordner drin habe. Abschlagzahlung 9. Ich hasse das, wenn Wörter rot unterstrichen sind, aber sie eigentlich richtig sind. Hä, ist doch richtig, oder? Dann kann das jetzt hier auch abgehakt werden.
So, nach der ganzen Arbeit bin ich jetzt mal kurz mit Flo draußen. Und ich habe hier noch weitere Dokumente, Briefe, die ich jetzt noch durchlesen, abheften und vielleicht beantworten muss. Mal gucken. Ich scanne das alles immer ein in meinem Scanner. Februar, März, April. Okay. Jetzt filme ich gerade nebenbei auch noch eine Insta-Story mit. Das stresst mich ehrlicherweise so an Social Media mit am meisten, dass ich irgendwie immer denke, ich müsste jeden Tag was in meiner Story posten. Ist ja nicht so, aber würde ich auch gerne irgendwo. Keine Ahnung, warum hier so Dinger draufkleben. Frag mich. Die Hälfte des Tages ist mittlerweile schon um. Wir haben jetzt gerade noch gemeinsam Mittag gegessen, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Und eigentlich bin ich mir überlegen, ob ich jetzt einfach aufhöre und zum Beispiel was lese oder so. Aber ich habe noch ein paar Aufgaben und die dauern auch nicht so lang. Und ich finde, dann sollte man sie einfach erledigen. Das mache ich jetzt ganz schnell. Ich gucke noch die Liste, was ich jetzt direkt machen kann. Ich glaube, meinen Contentplan erneuern ist eine Sache, die ganz gut ist. Hier habe ich nämlich diesen mega tollen Plan. Guckt ihn euch am besten nicht so genau an. Eigentlich ist das mein Contentplan, auf dem ich immer genau aufschreibe, was an welchem Tag online kommt. Da habe ich drei Farben für YouTube, Insta und TikTok. Ich habe den Plan nicht ganz so schön gemacht, aber er erfüllt seinen Zweck, also ist es okay. Und ich werde mir jetzt mal vornehmen, für die nächsten Wochen das wieder neu zu planen. Ich glaube, ich drücke mir jetzt sogar auch schon für Juli aus, weil ich ja auch planen muss, wann ich im Urlaub bin, was ich wann vordrehen muss. So, habe ich jetzt mal, wie man das Ganze ausdrucken kann. Ihr müsst einfach nur auf Ablage und dann auf Drucken gehen. Ich habe davor aber alle meine Kalender weggemacht, damit kein Termin da drin steht, sondern ich das alles clean habe und dann meine eigenen Sachen da aufschreiben kann. Abendessen. Ja, wir haben aus ein paar Resten nochmal Abendessen gemacht. Da war ich nochmal mit Flo draußen. Also Flo ist mein Hund, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Das war auch schon der Vlog für heute. Abonniert gerne für weitere Vlogs. Dann hoffe ich, dass wir uns sehr, sehr bald hier wiedersehen und dass euch heute das Video gefallen hat. Bis dann!